Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatica 2 Expert Skyblock. Ich habe hier mal noch eine Kiste angeschlossen, das ein paar Minuten laufen lassen und wir haben sogar mehr Zeug, als in einer Kiste Platz hat, aber wir haben Pufferfisch. Und mehr will ich gar nicht. Ein Pufferfisch reicht mir fürs Leben. Das sage ich euch. So. Das heißt, ich nehme den Pufferfisch und werfe den jetzt hier rein. Fertig. Blood Orb. Fertig. Ist da überhaupt Blut im Netzwerk? Ich habe keine Ahnung. Hier meine Spritze. Ah, das ist gut Fleisch. Ja, also so funktioniert das schon mal nicht. Hätte mich ein bisschen auch gewundert, aber irgendwie dachte ich mir, ja vielleicht Neurotoxin. Oder geht das nicht mit einem Weak Black Orb Magicken? Warten wir mal, bis hier durchgewechselt ist. Vielleicht geht das mit einem Weak Blood Orb gar nicht. Vielleicht bin ich einfach zu weak dafür. Ja, so sieht's nämlich aus. Ha. Ja gut, das erklärt einiges. Also ein Weak Blood Orb geht nicht. Gut, dann kümmern wir uns weiter um den Altar. Ich würde sagen, ich opfer nochmal eine Runde Leben. So. Und dann bauen wir den Altar. Ich habe hier schon mal was vorgebaut gehabt. Fällt mir gerade auf. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal. 1, 2, 3 plus 16 sind 19. 20, 21, 22, 23. Okay. 23 ist der Altar groß. Ja, 23. Das heißt, wenn das die Mitte ist, dann von hier aus, also das hier, also von hier aus wären es dann noch 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das geht eh alles zu weit hier. Es geht alles zu weit. Ja. Ne, Moment, den Stone wollte ich behalten. Stone ist eh fast aus, ne? Haben wir Stone nicht im Autocraft? Ah, ne, 69k ist nicht aus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nö, das ist zu viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sind 22 plus 1 ist 23. Okay, das heißt, das hier ist die Base für den Altar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11. Ja, das sieht gut aus. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So. Dann verbinden wir das mal alles hier miteinander. Und dann von hier auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das müsste dann genau hier diese Linie sein. So. Und dann diese Linie. So, Stone. Ja, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und dann hier auch nochmal. So. Hier mal ausnahmsweise das Ding hier weg. Und da lang.
es wird schon eine Freude, das alles zu kopieren, aber das machen wir dann mit dem Kopiertool. Also das bauen wir nicht zweimal komplett per Hand auf, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich da Lust drauf habe. Und wir haben ja ein Kopiertool hier, mit dem wir auch die Türme da kopiert haben. Ist ja legit, ne? Ist ja ein Ingame-Item, aber man braucht ja die Items. Ist ja nicht so, dass man sich irgendwas cheatet, außer Zeit und Nerven. So. Dann können wir hier noch alle offenen Lücken füllen. Na, so. Zack. Und hier ausfüllen. Und da ausfüllen. Und da ausfüllen. Und da ausfüllen. So. Ja. Ja. Und hier. So, dann können wir mal unseren Wand nehmen. Hätte ich noch Stone, dann könnten wir das tun. So. Zack und flupp. Und flupp. Alles klar. Also das hier ist die Grundfläche von einem der beiden Altare. Ja, läuft, würde ich sagen, ne? Läuft. Also. Wir haben jetzt hier diese Schicht. Das heißt, hier sind jetzt zwei Dekoschichten. Okay, die können wir schon als Dekoschicht eigentlich machen. Da würde ich ganz gerne sogar wieder Basalt nehmen, weil es halt so gut passt. So, zwei Dekoschichten. Stone. Und dann. Aber von der Seite müssen sie auch zwei sein. Das heißt, der innere Kreis ist dann hier. Es ist der innere Kreis, der innere Zirkel. So. Also machen wir hier erstmal überall Eckblöcke hin. Oh. Oh. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe hier was vergessen. Kann das sein? Kann es eventuell sein, dass ich da irgendwas vergessen habe? Ich glaube, ja. Nee, doch nicht. Ha, ist ja alles da. Ach ja. So. So, dafür bin ich zu blöd zum Bauen. So, also das wird der innere Kreis. Und der, ja, bauen wir erstmal eins hoch. Aber der muss am Ende dann zwei hoch sein. So, wie wir das alles dann ausleuchten, innen und so, keine Ahnung. Okay. So. Ja, ich würde sagen, einfach hier irgendwie Torches drin placen oder so. Irgendwie sowas in die Richtung, vielleicht? So. 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 Das ist auch noch was. Okay. Dann müssen wir das Ganze eins höher ziehen. Das machen wir aber doch per Hand, weil ja sonst dieser ganze Rahmen und alles höher gezogen wird. Das wäre nicht so schön. So. Einmal das hier. Weil dann sind wir schon auf der Ebene vom Tier 5 Altar. Also das ist Tier 6 und das wird jetzt gerade Tier 5. Ich weiß nicht, ob wir Tier 6 brauchen, aber wir bereiten es zumindest vor. So. Und dann haben wir im Prinzip wieder das Gleiche. Das heißt, zwei Dekoblöcke. Und dann geht's wieder so nach oben. So, und hier kommt der nächste Layer. Und dann sind das hier zwei Abstand. Ja.
2 Abstand. Und nee, hier ist nur einer. Und das hier sind 2. Und das hier auch. Zack, zack. Alles klar. So, so, so und so. So, dann haben wir Tier 4. Und jetzt ab Tier 4 sind die Stufen kleiner. Das heißt, wir haben hier nur noch einen Deko-Block. Und dann kommen die Runenblöcke. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann das gleiche nochmal. So, aber hier sind wir dann eh schon bei Tier 2. Ja. Ja, optimal würde ich sagen. Das sieht doch gut aus. Das heißt, wir holen uns den Altar mal von hier unten raus. So. Wie viel haben wir denn jetzt hingekriegt? 34. Ja, das ist besser als nichts. Zack, zack. So, das Zeug hier erstmal kurz weg. So. Und dann können wir hier das Kreuz hier einfach mal fertig machen. Also diese inneren Strukturen sind nicht nötig, aber die sind ganz gut, wenn man sich später orientieren will, wo was ist. So. Ja, doch. Das sieht dann doch, das sieht gut aus. So, jetzt einmal hier ein Rahmen. Und dann Blank Runes. So. Okay. Na komm. Blank Runes und ein Blutaltar. So, dann 1, 2, 3, 4, 5. Also die Ecken brauchen wir ja nicht. Aber hier 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir brauchen 20 Runes. Rune. Also 18 noch. Und es geht nicht, weil genau 2 Slates fehlen. Ist das denn ernst? Living Rock. So. Zack und na, zack. So, Rune. 18. Okay, sieht gut aus. Dann können wir hier schon mal wieder abreißen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ausleuchten machen wir später mit Blutlampen. Weil die sind halt unsichtbar und kosten nur ein bisschen Blut. Und ja, vor allem sind sie unsichtbar. So. So. Na komm. Rune. 20 Stück Iron frei. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann Basalt. Müssen wir noch chiseln. Chisel, Basalt, hier die Tiles, nee, wir haben die Bricks, Brick, Weathered Bricks,
Die sehen eigentlich noch besser aus dafür. Haben wir überhaupt schon? Ja, noch hier irgendwo schon welche. Hier. Zack, 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 zack. So. 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 Und so. Okay. Dann kommen hier die ganzen Deko-Layer hin. Und hier. Wird denn nicht wunderschön unser Altar? So, beziehungsweise unsere Altäre, ich weiß nicht, was die Mehrform von Altar, Altare, Altäre, ach, keine Ahnung. Weil der andere wieder eine exakte Kopie von dem hier. So, und hier ist es so. Bla bla bla. Und wir haben keinen Basalt mehr. Alles klar. Gut. Aber ich würde sagen, das sieht soweit eigentlich schon mal ganz gut aus. Aber wir haben noch nicht das Tier 3 erreicht, ne? Sehe ich das irgendwie? Mit dem Sichel wahrscheinlich, ne? Sichel. Haben noch keinen Sichel. Genau, dieses Bloodlamp-Sichel hätte ich gerne. Ja, man muss jetzt alles mit diesem Hellfire Forge machen, oder wie? Igittigit. Igittigit. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Was ist das hier? Appear into Soul. Alchemy Array. Was ist das Alchemy Array? Ich glaube, das muss ich auch noch rausfinden. Was das hier ist, das ist auch neu. Oder ich habe es vorher nie gebraucht. Eins von beidem. Aber das wird schon. Und wir haben ja hier Tier 1, Tier 2 und das hier ist Tier 3. Und da brauchen wir jetzt noch. Was nehmen wir da für Sachen? Oder auch Basalt. Nehmen wir mal auch Basalt. Eins, zwei, drei. Wir brauchen 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8. Und Glowstone. Eins, zwei, drei, vier. Steigt die Kapazität von dem vielleicht, wenn er fertig ist? 10.000 Millibucket, sagt er aktuell. Und wenn es fertig ist, also jetzt, dann haben wir immer noch 10.000. Okay, das ändert nichts, außer dass wir jetzt ein Tier 3 Alter haben. Das ist aber schon mal ganz gut. Das ist definitiv schon mal ganz gut. Wie sieht es aus mit Bloodstone? Ah ja, dafür brauchen wir Blood Shards. Okay, die sind grundsätzlich nicht teuer, wenn man Blood Shards hat. Da muss ich auch nochmal gucken. Da brauchen wir wahrscheinlich das. Blood. Hier dieses eine Schwert, tippe ich mal. Dagger of Sacrifice? Nee. Der ist ja, um Mobs zu killen und dadurch Blut zu kriegen. Der ist, um sich selber blutend zu machen. Und hier das Sentient Sword wahrscheinlich. Uses Demon Will to unleash its full potential. Contains Raw Will. Hellfire Forge. Petty. Okay. Dann brauchen wir hier. Wir sehen Demonic Will. Hellfire Forge. Gut, ich habe jetzt hier gerade die Sachen abgebaut. Alchemie.
Ich weiß noch nicht genau, wo wir es hinmachen, aber ich denke mal hier so vielleicht. Hier und nicht so. So. Wobei ich noch nicht genau weiß, wie der funktioniert. Das werde ich noch rausfinden müssen in der Zeit zwischen den Folgen. Aber unser Blutaltar sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Der sieht nicht verkehrt aus. Und dann würde ich sagen, war es das auch soweit schon für diese Folge. Wir haben heute einen Blutaltar gebaut. Das ist eine ziemlich nette Sache, beziehungsweise wir hatten schon einen. Wir haben ihn größer gebaut und bis Tier 6 vorbereitet. Ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir das Ganze noch viel weiter aus und versuchen dann auch mal diese ganze neue Alchemie, dieses Alchemie-Gedöns, was wir jetzt machen müssen, zu verstehen. Und ja, ich würde sagen, das war's soweit für diese Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.